So, weiter geht's mit einer neuen Runde auf Dragon Crusade. Wir leveln heute auf alle Fälle nochmals eine Stunde wirklich mit allem, was irgendwie geht. Hoffentlich ohne Tode, je nachdem, aber ich denke mal, das sollten wir irgendwie hinkriegen. So, da sind Amplis an. Da ist auch ein Ampli an, aber nur eins aktuell. Okay, jetzt mehr als eins. Ja, komm, alles rein hier, wie viel geht. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Okay, dann würde ich mal sagen, let's go. Ich bin mal gespannt. 17k Damage, holy shit. Okay, ich muss euch ein paar Sachen sagen. Ich habe vorher noch zwei Runden Solo gefarmt, da habe ich hier diese vier Sachen gedroppt. Natürlich dreimal Bogen, den ich natürlich dringend brauche hier als Psykeeper. Klar, das ist immer so. Und Nackelbrand natürlich auch total dringend und so. Leider alles seelengebunden, weil halt Solo-Mode, Beginner-Mode. Aber naja, gut, whatever. Auf jeden Fall, ich habe auch noch ein paar Dinge abgekauft. Ein paar Ringe. Damit haben wir jetzt eben. Damit haben wir jetzt eben ein bisschen mehr Gearscore. Das. Mit 3000, knapp 3200 Gearscore, was schon mal ziemlich gut ist. Und ja, müssen wir mal schauen. Also, so hundertprozentig ist es noch nicht genug, leider. Aber, naja. Genau. Ich bin mir jetzt echt nicht ganz sicher, wie wir es am besten machen. Also normalerweise, der Plan ist ja, dass wir hier irgendwie ein bisschen eskalieren oder so. Also idealerweise wollte ich 80 Master machen und Trampung farmen. Problem ist nur, dass wir einfach nicht das Geld zusammen, also das Geld, nee, nicht das Geld, den Gearscore zusammenkriegen. Und was machen wir halt ohne Gearscore? Dann können wir nicht Trampung farmen und so. Das heißt, oh shit. Das heißt, wir haben echt ein Problem. Potenziell ein relativ großes Problem sogar. Naja, gut, wir könnten. Ich habe vorhin auch noch ein Bloody-Tal übrigens gekauft. Puh, wir können natürlich auch noch das Element of the Suit upgraden. Wir können auch noch ein paar Waffen spenden, beziehungsweise halt damit unser Weapon-Level leveln. Boah, das könnte aber hinkommen. Oder? Das könnte machbar sein, alles. Oh, ist so geil mit diesem Dragon Knight Ohr. Ah, jo, warte mal. Ich muss das nochmal schreiben. Okay. 86% haben wir schon. What the fuck? Also XP-mäßig läuft es wieder ziemlich. Okay, jetzt haben wir wirklich alles mögliche an. Fuck, ich glaube, ich habe es übertrieben wieder. Mann, warum verpeile ich das gerade irgendwie so mit den. Scheiße, haben wir es übertrieben. Wir haben es auf. Fuck, wir haben es total übertrieben. Fuck, wir haben viel zu viele XPs gerade an. No. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, das war. Scheiße, das war ein komplettes Fail. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass wir noch 10 Level brauchen. Oder 11. Also gut, ich meine, die anderen Level, die brauchen dann schon auch ein bisschen. Und wenn wir dann auch noch im Pfad gehen müssen, so ist es auch wieder ein bisschen blöd zu leveln, vielleicht. Aber das war halt Overkill des Todes, absolut. Ich habe unterschätzt, wie krass Psykeeper ist. Ich habe es von Anfang an gewusst, ja. Und trotzdem habe ich es wieder unterschätzt. Es ist einfach so krass. Es ist halt wirklich so krass. Oh, die Spawns, die Spawns, die Spawns. Ja, ich kann mich einfach reinlegen und was weiß ich. Alter, ja, komm. Mehr Mobs, mehr Mobs. Mehr. Mehr. Oh, noch mehr. Mehr. Wenn wir einmal Posi backen, dann bin ich sowas von tot. Holy shit. Okay, wie viele Level machen wir? Schreibt es mir in die Kommentare. Was denkt ihr? Zwei Ups? 114 und 115? Ich sage mal 115 vielleicht sogar. Einmal Level Up. Zweimal Level Up. 114. Ja, okay. 114, 19%. Alter.
Ja gut, also es läuft ja wirklich viel zu gut, ehrlich gesagt. Okay, das Waffenlevel ist eskaliert auch komplett. 67 haben wir jetzt erreicht. Ja, das ist halt komplett irre. Also ja, somit kann man natürlich arbeiten. Oh mein Gott. Ja, es ist halt schon ein bisschen krass. Hat schon ein bisschen sehr krass, ehrlich gesagt. Activated Fall Power-Ups, okay. Heilige Scheiße. Okay, also ich bin gerade selbst ein bisschen geflasht, ehrlich gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Yo. Wir haben noch nicht mal 6 Minuten gelevelt. Aber wir haben schon mehr als die Hälfte von dem gemacht, was wir machen sollten oder müssen. Shit, ey. Ja, Mann, es ist halt nicht mehr normal, oder? Es ist halt absolut nicht mehr normal. Shit, ey. Okay, also, ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt, aber ich finde, Psykeeper hat schon so ein bisschen, OP oder so. So minimal. Ja, jetzt kriegen wir einen LG-Stick oder was. Einen brauchen wir vielleicht sogar. Vielleicht brauchen wir den. Alter. So, Ringmaster mal schnell aufs Mount mitnehmen. Bis dann der Ringmaster Level 100 hat jetzt erst. Okay, der Ringmaster Level dafür aber gar nicht. Zwei Perien immerhin wieder. Oh, hier können wir. Oh, wie wir gleich leveln werden. Wie wir hier leveln werden, Mann. Ich mache immer 22k Damage. Warum? Ja, es ist halt insane, Alter. Allein, wie ich dieses Dragonite-Ohr farmen kann, ist halt nicht mehr feierlich. Das ist halt einfach nicht mehr normal. Holy shit, ey. Also ja, wir haben jetzt halt komplett übertrieben. Wir haben jetzt 175% XP an. Wobei es auch gar nicht mal so viel ist. Also es ist viel und so, ja klar, aber es ist halt jetzt nicht so komplett übertrieben aus der Welt gegriffen viel irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Die Probenbox mal jetzt nicht auf. Sonst platzt mein Inventar komplett. Alter. So, gleich 116 schon. Der Ringmaster kommt da nicht mehr hinterher oder so. Also er ist halt. Der ist so behind. Der ist 15 Level unter mir. 72% hat er. Okay, jetzt ist er 101. Alter. Ist das krank. Da ist ein Gegner, den können wir gleich mit erholen. Einfach, weil es wirklich keinen Unterschied macht. 8 Level noch jemand, hups. Ja, wir gehen einfach dann direkt noch in Pfad. Also ich habe wirklich viel erwartet und so. Ich meine, wir hätten dann einfach von Anfang an durchsuchten müssen. Das Problem ist, ich habe halt momentan nicht so viel Zeit. Und wir suchten auch noch 7 Days, die 1.0 wird released jetzt vor, ich glaube, 24. Juni. Ja, was soll ich ja machen? Ich kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Nein, die Mobs. Nein, bleibst da. Alter. Yo. So, wir gehen mal kurz statt. Weiß gerade. Ach nee, Weapon of Love. Also allein wie der Gearscore halt steigt, ist abnormal. Ist du 31, ja genau. Es eskaliert in jeder Hinsicht aktuell. Ich laufe hier mit dem Kreis, by the way. So, mein Gott, ey.
darf ich nämlich das Falsche verkaufen? Ich habe gerade das Falsche verkauft, oder? Tatsache. Das kann noch raus. Das raus, das raus. Das raus. Mann, jetzt? Okay. Okay, so. Slash Guild Invite Eierkopf. Und die Gilde ist ja jetzt schon so krass voll hier. Das ist krass. Okay, dann ab nach Cursed Labyrinth. Nee, lieber nicht. Nee. Valley of the Death, genau. Ach, ich spawn auch noch mittendrin. 121er, Alter. Der Spawn. Nee, falsches Skill. Was ist mein Damage? Ich bin nicht gewonnen worden. Warum machen die keinen Schaden? Na, das ist easy. Ja, okay, das ist halt wirklich AFK-Gameplay, das Beste irgendwie. Okay, die sind aber schon ziemlich tanky. Weapon-Level-Up und normale Level-Ups. Jo. 118, nein. Wir überleveln uns hier einfach so. Wir sind so überlevelt. Also wir leveln viel zu schnell und das ist alles gerade total crazy. Nein, es ist ja auch hier. Na, Mist. Stell mir vor, du spielst Ringmaster und siehst jemanden, der so levelt. Die Namen, die ändern sich auch wieder wie damals. Ich will nicht ganz gern teilen. Auch wenn es beim Namen steht. Ja gut, ich meine 12 Stunden sind auch jetzt nicht die Welt. Hat heute nicht mehr und morgen einfach rein oder so. Keine Ahnung. Ja, die haben doch, also ganz im Ernst, jede Season, die ich spiele, kommen mir die XP höher vor. Natürlich, wir haben jetzt hier alle möglichen Sachen und so lang gemacht und alles denkbar, alles klar. Aber trotzdem irgendwie. Wir kommen jetzt schon wieder schneller vor als letzte Season. Gefühlt, ich glaube, wir kamen schon schneller als damals. Und ich weiß nicht warum. Alter, die Weapon Level Ups. Das ist nicht mehr normal. Ist halt echt nicht normal. Wir können halt einfach legit schon zum nächsten Mobs gehen. Wirklich, weil es halt egal ist. Wir könnten halt eigentlich fast schon nach Kailun gehen. Das ist irre. 123 gehen direkt zu den komischen Magiern da, zu den Hexen. Ich überlege gerade, wie schnell ich den Ringmaster leveln könnte, indem ich ihn halt nur level, also halt so, wisst ihr? Ihr wisst, was ich meine. Hier fightet jemand, auch das ist nett. Alter. Ich komme mir so mies irgendwie vor. Weil ich halt gefühlt, weiß nicht. Ich meine, ich mache halt so viel AOE-Damage, wie der hittert. Also vielleicht ist es nicht ganz so klar, aber so ansatzweise zumindest. Oh lol, noch mehr XP. Ja, genau. Alter, schau mal, was ich jetzt mache. Schaut einfach mal zu. Ja, ist krass, wie es abgeht. Das ist nicht mehr normal. Es ist nicht... Ich meine, aber jetzt gerade jeder, der das Video schaut, der sieht halt auch, warum das so ist. Es ist eine Mischung aus den Spawns. Hier Knochenpfad ist absolut OP für AOE-Spieler. Die haben hier irgendwie gefühlt 90% Blockrate. Wie im Offi. Was okay ist, was ich wirklich auch okay finde und gut finde.
Aber halt dann 150 kHP. Und halt solche riesigen Spawns, das ist halt illegal einfach. Schaut es einfach an, das ist nicht normal. Was haben wir hier? Treasure Box 2, okay. Ich bin jetzt einfach 120 innerhalb von, ja, einer Viertelstunde. 20, 11 Level. 11 schwere, also in Anführungsstrichen schwere Level. Eine Viertelstunde, nicht mal eine Viertelstunde. Ja, ich finde, hier müsste man einiges, glaube ich, nochmal rebalancen. Wo kriege ich Mail? Also. Nein! Nein! Scheiße. Zu cocky. Ach, ich will dir nicht mal die Buffs. Ich wollte eigentlich gerade nur schauen, was ich per Post bekommen habe. Ich bin nicht gestorben, also nee, nee. War geplant. War alles geplant. War alles eingeplant. Offline-Window. Lol, arm, please, noch mehr. What? Junge, ich komme nicht mehr klar auf das Ganze. Ich komme gerade echt nicht mehr klar auf das Ganze. Das ist brutal. Wie level ich denn zum besten? Kalt, ja, aber läuft die Rissen. Genau, wir bringen es auf alle Fälle nochmal. Ein bisschen vorsichtiger sein auf alle Fälle. Es fühlt sich jetzt so nach Hybrid einfach. Also ich könnte durchziehen ohne Ende. Wie schwer ist ein Volcano hier? Lol. Gar keine Info? Ach ne, never mind. Ha, 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 ha. 3056 Gearscore. Was hat denn HP? Ja, das ist glaube ich mal ziemlich tanky. Ich weiß aber nicht, ob das Sinn macht mit Psykeeper. Drei. Was für ein Set brauchen wir hier? Twilight. Dafür müssen wir natürlich Red Meteor killen. Bin irgendwie zu voll und ist so scheiße. 3056 Gearscore. Ja, aber wir könnten es halt machen. Das würde schon funktionieren. Das haut halt schon hin. Also meine Augen haut das hin. Die Pet ist einmal gestorben. Zu denen wollte ich vorhin, zu diesem Risen Mage. Ja, ich meine halt, wenn man das Set farmen würde, könnte man halt noch easier halt Tramnok farmen dann. Aber wir könnten dann auch erstmal Hero machen und dann halt das Set farmen und dann Tramnok. Boah, ich weiß nicht, was besser ist oder was mehr Sinn macht. Ah, kacke. Ringmaster 106. 28%. 30%. Ah, schwierig. Das Problem ist, wir können es halt entweder verschwenden auf dem Charakter, die Amplis, oder auf dem anderen. Oder auf beiden. Können wir halt im Prinzip. Lol, ja, 20 Grad, klar. Okay, wir leveln halt auch die Waffen, was immer ganz gut ist. Ringmaster 107.
Ja. Also, ich meine, wenn wir jetzt ein Level abmachen pro AOE, dann geht das schon ganz gut voran. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich 40 Minuten lang machen will oder halt wie lange auch immer das dann dauert. Oder ob man halt einfach schnell irgendwie Sets zusammen. Ja, wobei müssen die Dungeons wieder machen. Bräuchten halt schon 105 Set dann fürs AOE. Ich weiß halt nicht, ob wir halt wirklich so viel schneller leveln würden. Wenn wir halt eine Party hatten, die auf Level wäre, dann wäre es halt richtig easy. Aber ja, ich glaube, wir probieren es weiterhin so. Alter, schaut euch das einfach mal an. Klar kriegen wir weniger XP und alles. Wobei, müsste jetzt nicht mehr kriegen, wenn ich auf XP-Stop hier gehe. Auf 12 Life ist das zumindest so. Ich meine, gebt euch das bitte mal. Was ist das denn? Das ist ja nicht normal. Okay, 38% auf dem Ringmaster. Ah, shit. 38. Na, 40%. 50 Mobs pro Level ab. Er ist noch 12 Level vor sich. So, ich lasse es mal offen, damit ihr das hier zuschauen könnt. Ja, eine Party auf Level wäre, glaube ich, so wirklich das Beste eigentlich. Aber wie kriegen wir die halt? Ich würde ja keine 8 Charaktere machen. Wobei, es wäre eigentlich schnell gemacht, oder? Eigentlich wäre es sehr schnell gemacht sogar. Eigentlich wäre es machbar, ja. Alter. Die Frage ist halt, braucht man das überhaupt? Ich weiß es halt gar nicht. Ich weiß es halt echt nicht. Vielleicht machen wir einfach jetzt weiter so und keine Ahnung. Easy Life. Könnte eigentlich auch funktionieren, oder? Was denkt ihr? Also auf den ersten Blick würde ich mal sagen, kann man halt machen. Genau, ja, aber ich glaube zumindest, ich nehme das jetzt nicht durchgehend auf. Und ich mache es einfach schnell auf Screen. Genau, dann hat eben Ma Ma naja, war nicht Master eigentlich. Fuck. Ah, Mann. Ja, ich mach schnell auf Screen.